Ein Elitenbanker, Missbrauchsopfer und Whistleblower erzählt seine Geschichte. Ich war auf beiden Seiten, als Kind und später auch als Täter. Es ist ein luziferianisches Programm. Und dann haben sie mich durch ein Gericht an einen Ort untergebracht. Das war eine katholische Einrichtung und dort haben sie Kinder sehr geliebt. Ja, aber da gab es diesen Moment, wo ich eingeladen wurde, im Ausland an Opfergaben teilzunehmen. Gebrochen. Kinder. Und mich zu erpressen war relativ schwierig, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte. Und das wollten sie mit diesen Kindern machen. Das hört sich wie eine Verschwörungstheorie an, Digga, aber ihr merkt doch, wie viel Scheiße immer mehr ans Licht kommt, oder? Wie offensichtlich muss es denn noch sein, Digga? Guckt euch doch einfach den Epstein-Fall an. Guckt euch doch einfach den Diddy-Fall an. Guckt euch doch einfach diese ganzen Sachen mal richtig an und dann seht ihr das, Digga. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Das ist krass. Das wird jetzt schon heftig, glaube ich, ja. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet, aber ich habe das Gefühl, das wird schon intensiv jetzt, meine lieben Freunde. Also, ich hoffe, ihr seid in eurer Mitte. Zündet ein Räucherstäbchen an, wenn ihr eins am Start oder parat habt, so. Das geht jetzt mies in die Recherche rein. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, welches heißt Ronald oder Ronald Bernard. Oder Bernard. Ich glaube, der ist Ronald Bernard, weil es, glaube ich, ein englischsprachiger Dude ist. Aber es ist auf jeden Fall ein deutscher Name, Ronald Bernard. Passiert mir wahrscheinlich jetzt gerade hier wieder das Gleiche wie bei David Icke. Icke, den Mann, Alter. Das Video heißt, ein Elitenbanker, Missbrauchsopfer und Whistleblower erzählt seine Geschichte. Ich glaube, es wird ein sehr intensives Video. Kleine Triggerwarnung hier an der Stelle. Ich glaube, das wird schon heftig. Deswegen, ich habe mir hier ein Räucherstäbchen angemacht. Falls ihr auch eins zu Hause habt, dann macht euch irgendwas an, was euch beruhigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Peter rein. Das Video geht eine Stunde 24. Ich weiß nicht, ob ich mir das ganze Video reinziehen werde. Kann sein, dass wir uns nur einen Teil reinziehen. Aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht, wir reagieren mal drauf. Liebe geht raus, wie gesagt, an die Community. Ich würde sagen, der Peter geht los. Ja, Peter Erinnern, Alter. Und los. Der angebliche niederländische Ex-Banker und Geldwäscher Ronald Bernard spricht über erschütternde Machenschaften der Geldelite bis hin zum schlimmsten Satanismus. Über ihn ist nichts bekannt, das darauf deutet, dass er nicht ist, was er vorgibt zu sein. Sein Auftreten wirkt authentisch und seine Behauptungen decken sich mit unseren Recherchen. Man sollte natürlich immer kritisch bleiben. Ja, so, wir sind eh kritisch, Majutster. Ich war auf beiden Seiten. Als Kind und später auch als Täter. Schauen wir mal rein, Digga, ob wir da irgendwie ein Gefühl aufbauen für können, ob da was dran ist oder nicht. Ich frage mich halt bei so einer Sache dann, ne, wenn der jetzt, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen rein ins Hinterfragen, so, wenn, was wäre ein Grund dafür, solche Geschichten frei zu erfinden? So, vielleicht Aufmerksamkeit? I don't know, bro. Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Ich muss bei der Geburt anfangen. Der Geburt eines menschlichen Wesens im Allgemeinen. Die Erkenntnis, die ich jetzt teile, ist die Erkenntnis, die ich jetzt habe. Es ist manchmal vielleicht ein bisschen verwirrend, später, wenn ich anfange, mich auszudrücken und Dinge zu erklären, ein Zeugnis über die Dinge abzulegen, weil ich... Wo sitzt der da? ...mit der Erkenntnis mache, die ich jetzt habe. Und was ist denn das? Was ist denn das für eine Anhörung da? Bei das meiste war ich mir in der Vergangenheit eben nicht klar. Ich habe alles Schritt für Schritt entdeckt. Aber um bei der Geburt zu beginnen, das ist etwas Universelles. Es ist, wenn wir geboren werden, das habe ich erkannt, dass wir mit der Quelle des Lebens verbunden sind, was ich den Schöpfer von Himmel und Erde nenne. Wir sind rein. True. Manifestieren Gott. Merkst du auch, wenn du kleine Kinder siehst, ne? Ich liebe es, Kindern in die Augen zu gucken, so. Die strahlen einfach so eine Liebe aus, so eine Reinheit, so einfach pure, weißt du, wie ich meine? Einfach Liebe. Indem wir Sohn oder Tochter sind. Wir sind das Licht. In dem Moment, in dem wir erscheinen, ist alles in Ordnung. Okay, es gibt da Ausnahmen, dass man sagen könnte, es gibt eine Fehlfunktion im Körper, niemand ist perfekt und so weiter. Aber das Licht ist da, es manifestiert. Immer. Dann betreten wir das Programm dieser Welt. Und das ist kein neues Programm, es ist ein sehr, sehr altes Programm. Es ist ein luziferianisches Programm.
Geht los, Bro. Das bedeutet, sie fangen an, uns durch unseren geliebten Vater und Mutter zu erziehen, sofern du welche hast, in ein Programm, um in diesem Sklavensystem, das wir haben, zu enden, weil wir nun eine Ressource zum Benutzen sind. Würde ich ihm soweit erstmal zustimmen, auf jeden Fall. Ich bin überzeugt davon, dass das Licht nie weggeht, aber es wird halt überdeckt mit gewissen Programmen so. So, dass viele Menschen heutzutage gar nicht mehr den Zugang zum Licht haben. Aber das Licht ist immer da. Vergesst das nicht. Wir sind der Weg. Der Bruder sieht auch mystisch aus, ne? Der Richter oder was das auch immer ist. Wir sind das Licht und die möchten das aussaugen, vollständig. Wie eine Orange komplett ausquetschen, alles aussaugen und dann wegwerfen. Einst haben sie das amerikanische System genannt. Da ist noch etwas anderes. Und jetzt geht es mehr um meine Geschichte. Als ich geboren wurde, nur ein wenig später, in dieser Zeit habe ich entdeckt, dass ich in eine Familie hineingeboren wurde. Bruder, die sehen alle mystisch aus da, ne? Mit einem Vater und einer Mutter, die im Zweiten Weltkrieg schwer geschädigt wurden. Also waren das keine richtig entwickelten Menschen. Sie waren schwer geschädigt. Justice International Tribunal, ne? For Natural Justice. International Tribunal for Natural Justice, irgendwie sowas, ne? Nicht. Und deswegen waren meine ersten 9 Jahre auf dieser Erde sie waren so heftig, dass ich angefangen habe zu realisieren, dass wenn es einen Himmel auf Erden gibt, dann war ich wohl in der Hölle geboren. Weil das war ganz und gar nicht der Himmel auf Erden. Es war die Hölle. Meine Mutter war nicht in der Lage, mich zu verteidigen. Und mein Vater hat herausgefunden, dass er meine Mutter nicht schlagen konnte. Sie war so heftig missbraucht worden und geschädigt, dass es ihr nichts ausgemacht hatte. Also, um sie zu schlagen, war ich derjenige, der Erstgeborene, den er schlug, weil er wusste, dass meine Mutter zum ersten Mal in der Lage war, einen Menschen zu lieben. Dieser Mensch war ich. Crazy. Also der beste Weg. Ich glaube halt, die meisten, will ich kurz dazu sagen, die meisten Menschen, die heutzutage kranke Scheiße machen, ne? Satanische Sachen, unmenschliche Sachen, teuflische Sachen so. Das ist meistens auf ein Trauma in der Kindheit zurückzuführen. Ich glaube, wenn du früh in der Kindheit auf irgendeine gewisse Art und Weise gebrochen wirst, kannst du fähig dazu sein. Weil manchmal fragt man sich, wie kann ein Mensch dazu fähig sein, sowas zu tun? Bei ganz vielen verschiedenen Sachen, so, weißt du? Wenn wir in diese satanische Richtung oder diese Pädophile oder was auch immer so. Meistens ist es so, dass die in der Kindheit irgendwelche Erlebnisse hatten, die komplett gebrochen haben, so. So, dass die überhaupt fähig dazu sind, solche Dinge zu tun. Und so wie ich gehört habe, diese Eliten und so etc. pp., ne, die viele Fäden in der Hand haben, da wird das bewusst gemacht. Die nehmen Kinder, ihre eigenen Kinder auch, und brechen die ganz früh in der Kindheit, damit die später in der Lage dazu sind, diese unmenschliche Scheiße, die die durchführen quasi, weiterzumachen. So. Weißt du? Hört sich wild an, ist aber so. Um sie zu treffen, war mich zu schlagen. Und zwar so brutal, dass ich angefangen habe, sein Verhalten nachzuahmen. Ich war in dieser Periode meines Lebens. Das war kein gängiger Ausdruck, aber ich war eine Art der erste Terrorist auf dieser Erde. Ich habe jeden in der Schule zusammengeschlagen. Ich war echt Terror. Das ist Organisationen, die Kinder beschützen, aufgefallen. Also gab es eine Untersuchung. Und die haben meine Situation herausgefunden. Und dann haben sie mich durch ein Gericht an einen Ort untergebracht, wo schwer geschädigte Kinder beschützt werden sollten.
Das war eine katholische Einrichtung. Und dort haben sie Kinder sehr geliebt. Und sie hatten keine Vaseline, um es etwas angenehmer zu machen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte, sage ich euch ehrlich, ne, Chat? Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, sage ich euch ehrlich. Bei dem Thema ist so ein bisschen... Ich frage mich auch, weil Leute gesagt haben, das ist fake oder der erzählt irgendwas und man weiß nicht, ob das authentisch ist. Warum sollte man sowas erfinden, warum sollte man sowas erfinden, Bro? So habe ich dann entdeckt, wie es ist, sexuell... Naja, Spiele an mir ausgelebt zu bekommen. Ich wusste nicht, was Sex war und... Das haben sie 2 Jahre lang so gemacht. Sehr intensiv, nicht nur mit mir, sondern mit allen Kindern dort. Und das erste Jahr war die schlimmste Hölle. Und dann bekommst du auch noch diese Konflikte mit dir selbst, weil nachdem du durch diese Schmerzen und Folter gegangen bist... Ich erspare euch wohl besser die Details. Wenn du alles weißt, dann möchtest du wirklich Menschen töten. Und in diese Richtung bewegte ich mich gerade. So traurig, Bro. Ihr müsst euch vorstellen, das passiert. Es ist unangenehm, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich merke auch in mir, das löst natürlich in keinem Menschen was Positives aus, aber eine Sache ist Fakt, das passiert jeden Tag auf der Erde so. Auch in unserem Land, in Deutschland so. Und die meisten Leute, wenige Leute machen darauf aufmerksam und das hat verschiedene Gründe. So, und aber ein Grund ist auf jeden Fall, dass die meisten Leute sich mit sowas nicht auseinandersetzen wollen, weil sie das gar nicht in ihrem Bewusstsein haben wollen, dass sowas überhaupt passiert, so weißt du. Aber ich glaube, wenn das nicht ins Bewusstsein reinkommt von den Menschen, dann kann man dagegen auch nichts tun. Weil die einzigen, wer soll denn die Kinder beschützen, so? Wenn keiner darüber reden möchte, wenn keiner das sich damit beschäftigen will und wenn keiner darauf aufmerksam macht, wer soll sich denn darum kümmern? Wer soll denn irgendwas tun, Alter? Wer soll denn aufpassen, wenn du es nicht auf dem Schirm hast, Digi? Zu überleben. Die ersten 11 Jahre und die letzten 2 Jahre habe ich echt danach geschrien, in die andere Hölle zurückzukehren. Die war tatsächlich besser als diese zweite Hölle. Einer der Mechanismen, die wir in unserem menschlichen Dasein haben, das Licht zu sein, in dem Moment, in dem du durch die Hölle gehst, verlierst du diese Verbindung zu dem Licht. Auf die eine oder andere Art. Es ist ein Wunder. Dein Körper macht noch bei allem mit, was wir so tun, aber du bist nichts... Du stirbst, Alter, ne? Nicht mehr da. Du bist... Mann, Digga, ich schwör. Da, aber gleichzeitig auch nicht. Abgetrennt. Auf diese Art und Weise überleben wir alle diesen Horror. Selbst wenn sie Plastiktüten über deinen Kopf ziehen, dich ersticken, würgen. Nein, nichts. Manchmal verlässt du deinen Körper und siehst dich selbst, aber auf diese Art und Weise beginnst du nur empfindsamer für andere Dimensionen zu werden. Tatsächlich auf einem Weg nach Hause, zurück zur Quelle. Nach diesen 11 Jahren war ich dann komplett erwachsen. Ein Erwachsener, der zwar in sich gekehrt war, wie in einem Atombunker eingeschlossen. Ja, um nicht von Menschen verletzt werden zu können. Und ich war voller Hass. Was bedeutet voller Gift? Und ich war dazu bereit, in diese Welt hinauszugehen, um jeden Menschen zu vernichten, den ich in die Finger kriegen konnte. Als ich aus diesem... Also jetzt habt ihr die Antwort auch darauf, warum es so eine kranken Menschen gibt, die keine Menschlichkeit haben und die bereit dafür sind, einfach Menschen zu opfern und über Leichen zu gehen und alles
Weißt du, man fragt sich manchmal, wie kann ein Mensch so teuflisch sein? Wie kann ein Mensch so unmenschlich sein? Weißt du, was ich meine? So, und ich sage dir, Digga, die meisten von denen haben in der Kindheit genauso eine Scheiße erlebt. Scheiße herausgekommen war. Meine Mutter war zwischenzeitlich geschieden. Kann es sein, dass er lügt? Bruder, alles ist möglich. Ne? Ich frage mich dann, warum sollte er lügen? Und zweitens glaube ich auch, Sepp, Bruder, stell dir mal vor, der lügt. Aber sowas passiert doch in echt. Das ist doch jetzt nicht das erste Mal, dass jemand davon erzählt, dass ihm sowas passiert ist. So, wie viele Skandale sind schon rausgekommen von der katholischen Kirche und von... Bruder, wir haben ein Experiment in Deutschland gehabt, das sogenannte Kentner-Experiment. So, da haben wir, da hat die deutsche Bundesregierung bewusst auffällige Kinder, schwer erziehbare Kinder zu Pädophilen gegeben. So, was denkst du, was diese Kinder durchgemacht haben? So? Also sowas passiert jeden Tag auf der Erde. Sie war allein in einem kleinen Wohnwagen und hungrig. Ich habe angefangen, mich um meine Mutter zu kümmern. Auf eine seltsame Art und Weise. Sie hat mich ebenfalls verraten. Sie konnte mich nicht retten. Also war ich in der Vergangenheit tatsächlich etwas abgefuckt. Und in meinem späteren Leben habe ich echt Heilung gebraucht. Ich bin jetzt geheilt. Aber trotzdem ist es immer noch schwer, diese Aussagen zu machen. Glaube ich dir, Bro. Aber in dem Moment, als ich da rauskam, bin ich aufgewachsen, während ich mich um meine Mutter gekümmerte. Was bedeutet, dass ich kriminell wurde, ich hatte keine Neigung und keinen Grund, Regeln oder Anweisungen oder sonst irgendwas zu befolgen. Also wenn das ihm wirklich passiert ist, Digga, und dass er jetzt da so sitzt und darüber so reden kann und er macht für mich den Anschein, als ob er wirklich... Also hoffentlich da durchgekommen ist und jetzt trotzdem ein guter Mensch ist, so weißt du, der versucht Aufmerksamkeit auf das Thema zu packen und so. Und das ist schon Respekt dafür, weißt du, wie ich meine? Das musst du erstmal schaffen. Durch sowas musst du erstmal durchgehen und dann irgendwann wieder zurückkommen ins Licht, so weißt du? Ich glaube, viele von denen schaffen es in diesem Leben nicht mehr, zurückzukommen. Ich habe mich aus diesem Ehrenhaus befreit und war bereit, üble Dinge in meiner Jugend bereits zu tun. Und ich wusste das alles. Ich habe das echt absichtlich gemacht. Ich habe angefangen, Leute zu schlagen, sie zu traumatisieren. Alles wegen meinem Hass. Einmal habe ich fast sogar einen Erwachsenen getötet. In der Schule, die gleiche Scheiße. Mein Englisch wurde nicht in der Schule ausgebildet. Ich wurde immer rausgeworfen. Ich hatte Diplome, aber... Dafür habe ich bezahlt. Fickt euch alle, war damals meine Mentalität. So wurde ich selbstständiger Unternehmer und ich habe alles verborgen, was ich tun wollte. Denn ich wollte zerstören und das bedeutet, dass ich viel Geld brauchte. Um an Geld zu kommen, musste ich handeln. Also habe ich nach vorne hin Firmen gegründet, so wie Autohandel, Import, Export, sogar ein Modelllabel, das schöne Kleidung für Frauen vertreibt, wisst ihr, was ich meine. Das war alles verborgen. Blenden für die tiefer liegenden Dinge, die ich getan habe. Das war in kriminelle Aktivitäten involviert zu sein. Und das hat mich der Finanzwelt und dem Geldhandel sowieso schon näher gebracht. Man hatte natürlich mit Import und Export zu tun, mit verschiedenen Währungen. Okay, Switch, Interview Switch, Digga. Hier redet er auch auf Holländisch und jetzt geht's mal um die Money-Geschichte, wa? Der war so ein Banker, ha? Ging ich beispielsweise an eine Börse, um Geld über einen Börsenmakler umzutauschen. Einer dieser Börsenmakler, der sagte dann irgendwann zu mir, hey Ronald, ich schaue mir schon eine ganze Weile deine Arbeit an, du verdienst Geld, das sehen wir, aber was sind denn so deine Ziele, was willst du denn so mit deinem Leben machen? Und da habe ich gesagt, ja, als Unternehmer will ich einfach so viel wie möglich Geld verdienen. Denn umso mehr Geld ich habe, desto früher kann ich aufhören zu arbeiten, ich kann tun und lassen, was ich will, genieße Ansehen, ja, also alles, was in dieser Gesellschaft zählt. Zumindest dachte ich damals so. Und er sagte, ey. Das denken die meisten Leute leider, ja. Das ist das, was das ist, alles ist, was zählt. So. Vergessen dabei Menschlichkeit und Liebe und diese ganzen anderen Sachen. So. Anderen Menschen zu helfen, miteinander zu sein, Familie, die wirklich wichtigen Sachen im Leben.
auf damit. Hör auf mit deinen Unternehmen. Geh einfach in den Geldhandel. Geh in die Finanzwelt. Und so hat das dann alles angefangen. Und das ist eigentlich das Beginn, was aansluit op hetgeen waar je het net over had. Der Herr hatte also einen Sitz an der Börse und war mit Währungshandel und Depositenhandel beschäftigt, also das Handeln mit Zinssatzdifferenzen, also das Geldverdienen mit Zinsen. Und das wurde kombiniert mit Vermögensverwaltung. Und diese drei Dinge, dieses Paket, hat er mir angeboten und ich habe zugesagt. Und er sagte, ja, du kannst meinen Sitz haben, ich trainiere dich, ich arbeite dich ein, ich mache dich mit dem Netzwerk bekannt, aber als Gegenleistung möchte ich 10% von deinem jährlichen Profit. 10% Abdruck noch an ihm. Also es war eine Übergabe, es war ein Verkauf und es war ein Stück Profit. Stück von der Winst. Und ich sage, 10 Minuten im Stream und schon bin ich emotional aufgewühlt. Ja, das ist hier keine leichte Kost, Digga. Das ist hier kein McDonald's-Stream. Muss man sich irgendwas anderes reinziehen auf jeden Fall. Wir gehen hier ab und zu mal richtig tief rein und ich spüre das auch in mir. Aber wie gesagt, ich will da durchgehen, weil ich mir bewusst machen möchte, was hier teilweise auf der Welt abgeht. So, und wenn wir das, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht im Bewusstsein haben, können wir dagegen im Endeffekt auch nichts tun und sind auch nicht so achtsam, was diese Themen angeht. Ah, mach ich. Ich sag, ja, prima. Und dann hat er gesagt, du musst eine Sache wissen. Wenn du dein Gewissen nicht im Kühlschrank lassen kannst und dann nicht auf minus 18, sondern auf minus 100, dann lass es lieber. Das war die Botschaft. Ja, du willst viel Geld, das kannst du haben. Ich kann dir dabei helfen. Aber das ist der Preis, den du dafür bezahlst. Ethik, Moral in den Kühlschrank rein, Digga. Dein Gewissen in den Kühlschrank rein, runterfrieren lassen, Digi. Menschlichkeit hat dir nichts verloren. Genauso wie in Politik auch. Wissen geht es nicht. Und mit einem Geweten kann es nicht. Na, ich muss ja umlachen. Ich fand das witzig. Ich war jung, ich hatte kein Problem. Sagen wir mal, wie ich aus meiner Jugend in mein Leben gekommen bin. Das waren keine optimalen Umstände in meiner Jugend. Und ich hatte schon so ein Weltbild, so ein Menschenbild. Wie meinst du das? Kein warmes Zuhause, kein liebevolles Miteinander? Meine Mutter hat immer ihr Bestes getan, um mir so viel wie möglich Liebe zu geben. Aber sie war auch ein bisschen beschränkt darin. Ja, da mein Vater in unserer Familie dafür sorgte, dass das alles immer so ein bisschen ein Kriegsgebiet war. Es war also kein Modell, wo man sagte, ja, fantastisch, toll hier Teil von zu sein. Aber es hat natürlich sehr geprägt als Kind und auch das Weltbild beeinflusst. Und ja, das war nicht sehr positiv, das war negativ. Da passte der Kühlschrank quasi rein. Ja, ich habe mich da einfach schon ein bisschen dran gewöhnt. Es war eine Art Selbstschutz und den Kühlschrank anmachen, ja, das war für mich machbar. Das ist also ein Überlebensmechanismus geworden. Ja, das Bild, was ich über die Menschheit und alles um mich herum hatte, war nicht sehr positiv. Und ich dachte eigentlich nur an mich selbst. Normal bei deiner Kindheit. War ich ein bisschen geformt, das war eine Art Überlebensinstinkt. Ja, und ich bin eingestiegen. Ja, das bedeutete, dass ich allmählich Kunden bekam. Und umso besser ich geworden bin in diesem Netzwerk, in dieser Arbeit, die ich getan habe, desto tiefer bin ich auch in die Finanzwelt eingedrungen. Und dann scheint diese Welt doch sehr klein zu sein. Also man merkt das jedes Mal. Es war mit anderen Dingen auch so, beispielsweise im Import und Export, da hatte ich mit Getreide zu tun. Da habe ich auch gemerkt, wow, das ist nur ein sehr kleiner Kreis. Und spricht man in der Finanzwelt vom Hardcore-Kern, also nicht Frau Müller am Schalter, sondern nein, ich rede hier von den großen Geldströmen, die sich auf dieser Welt bewegen und womit man Handel betreibt. Du redest also von der ganzen Welt, nicht im Speziellen von den Niederlanden? Nein, die Niederlande spielt eine besondere Rolle in dieser Geschichte, aber die Niederlande ist nicht das Zentrum der Welt. Nein, also die Niederlande ist Teil eines großen weltweiten finanziellen Systems.
in welchem man zum Beispiel mit Börsen arbeitet. Ne? Und braucht man beispielsweise offizielle Transaktionen, kann man das mit Börsen machen. Und viele Banken, die also im Grunde die Geldwechsler sind, die haben gewisse Aufträge von Kunden, mit denen sie nicht so einfach davonkommen können. Ja, und dann ist es praktisch, Menschen so wie mich damals zu haben, also Katzenfänger oder wir waren die Laufburschen des großen Geldes, die also über Konstruktionen, internationale Rechtsformen das Geld so bewegen, dass es dann schon alles okay ist. Ja, also, dass die ganzen Aufsichtsbehörden und die ganzen Regeln, die es weltweit gibt, und die gibt es, dass da niemand aufwacht und Verdacht schöpft und denkt. Ja, die Regeln gelten auch immer nur meistens für das Fußvolk, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Ne? Also die Leute, die viel Geld haben, vor allen Dingen Milliardäre und so, die haben so viele Möglichkeiten, die zahlen kaum Steuern, weil die ihre Firmen irgendwo angemeldet haben, wo man kaum bis keine Steuern bezahlt. Die folgen auch nicht den gleichen Regeln wie wir. Also der Gefickte ist eigentlich immer der Bruder, der, also wir halt, ne? Das normale Fußvolk, Bro. Da stimmt was nicht. Da hatten wir vor ein oder zwei Jahren diese Wahnsinnsaufregung über diese Panama-Papiere. Die Panama Papers? Ja. Ja. Ja, da denke ich, da ging es um Steuerflucht, Steuerhinterziehung heißt, alle Regeln überschreiten. Ja, es ging hier um Ausweichen. Okay, was geht ab, Digga? Das wird, glaube ich, noch interessant, ne? Jetzt gerade ist ein bisschen trocken hier. Ja, und wenn man dann sieht, was da so alles passiert, dann denkt man, ja, Jungs, das ist doch ein ganz alter Schuh, also wen wollten ihr damit langweilen? Es geht um nichts. Aber für die Bevölkerung sind das tolle Nachrichten, aber es geht um nichts. Es zeigt allerdings, dass etwas in der Welt los ist. Ja, dass zum Beispiel Menschen aus den Niederlanden mit einer gewissen Position da Bankkontos haben mit Rechtsformen, wodurch sie in den Niederlanden keine Steuern zahlen müssen. Und das ist alles legal. Also diese Art Konstruktion war Teil meiner Arbeit. Gab es zum Beispiel einen Wechsel, wir haben zum Beispiel die Boykotts in Irak miterlebt. Das war Anfang der 90er Jahre. Ein Boykott im Irak aufgrund der Kriegssituation, die da entstanden ist. Und da gab's. Ab wann geht's denn los hier, Digga? Weißt du es einer? Ich glaube, der wird da irgendwann mal, geht er ein bisschen ins Detail, was da so abgeht hinter den Kulissen in dieser Bankerwelt. Den Iraki-Dollar, so nannten wir ihn, der ist freigekommen. Also der Iraki. TikTok-Brain kickt rein. Dollar ist im Grunde der US-Dollar und der Dollar ist gekoppelt ans Öl. Dadurch ist es eben auch eine Welthandelsmünze geworden, gedeckt von einem Grundstoff. Ja, also solange diese Kopplung besteht, hat der Dollar auch seinen Wert. Ja. Und die Iraker durften das Öl offiziell nicht mehr verkaufen. Es gab einen Boykott. Ja, ganz klar. Also es wurde noch nie so viel Öl verkauft. In diesem Fall mit Preisnachlass. Also offiziell durfte man es nicht, aber mit ein bisschen Discount ging das Öl einfach über die Grenzen. Und die Dollar, Energie wurde in dieser Zeit immer in Dollar bezahlt. Und es gab also immer mehr von den irakischen Dollars und die mussten irgendwo hin. Und das ging nicht einfach so am Schalter, denn die Kontrollen und das Regelwerk. Bro, der geht voll ins Detail mit Irak und Dollar und so. Das wissen wir ja alles, Digga, dass der Dollar kein Gold mehr hinterlegt hat und so. Die Natur, der Planet, alles durfte man kaputt machen, solange man seine Ziele erreicht hat und solange man gewachsen ist. Also Kollegen haben angefangen zu trinken oder Drogen zu nehmen. Ich nicht. Hätte ich vielleicht besser tun sollen. Ja, oder auch nicht. Ja, im Nachhinein ist natürlich alles gut gegangen und ich bin froh, dass ich noch lebe. Ja, die ganzen vielen schrecklichen Sachen, die sind mir auf einmal bewusst geworden. Kannst du uns ein Beispiel geben? Ich merke ja einfach, dass da viel passiert ist. Ja. Ja, es ist auch schwierig für mich, darüber zu sprechen. Ja, das spüre ich. Wenn du uns... Jetzt geht's los, glaube ich, hier. ...was erzählen willst, dann toll. Und wenn du etwas nicht erzählen willst... Ich sag nur, was ich sagen will. Es ruft einfach Dinge bei mir hervor. Und ich merke, da ich jetzt nicht in einem Kühlschrank bin, dass es mich auch sehr bewegt. Ja, sehr schön. Das bewegt mich auch. Kannst du mir verraten, was das Schlimmste ist, was du erlebt hast? Florian Homm, Digga, der hat doch auch mal ähnliche Geschichten erzählt, ne?
Ist halt krass, wenn du sowas über Jahre lang machst und Menschlichkeit, und es wird ja jetzt noch viel ekliger, glaube ich. Aber generell so, wenn du merkst, dass es Menschen gibt, die das Geldsystem oder die Gelder kontrollieren und die halt null Menschlichkeit am Start haben, so denen egal ist, ob jemand stirbt oder ob die Menschheit dadurch kaputt geht oder ob Leute kein Geld mehr haben oder ob die Natur darunter leidet, ist alles egal. Hauptsache, du erwirtschaftest Geld, Digi. Sozusagen der Punkt, an dem es für dich zu viel geworden ist. Ja, das ist die Bruchstelle gewesen und man kommt immer tiefer in diese Kreise. Ich habe nicht mit Blut unterschrieben, aber man unterschreibt eigentlich einen Vertrag auf Lebenszeit, dass man keine Namen preisgibt, also Namen von Unternehmen, Organisationen, Personen. Das ist, denke ich... Da wird man doch safe auch geblackmailt, oder? Das sind doch genau die Jungs und Mädels, die dann auch von so einem Epstein mal schön auf eine Insel eingeladen werden. So, hier, mach mal dein Ding, Digga, hier läuft alles nice, dann werden die dabei recorded und so. Oder die machen gegenseitig Sachen miteinander oder die machen irgendwelche Rituale zusammen, damit man irgendwas in der Hand hat halt und sich gegenseitig quasi beschützt bis zum Tod so. Der Grund, wieso ich noch lebe, man hält sich daran. Aber wenn wir über die Dinge, die am schlimmsten waren, reden, von denen ich Stromstörungen bekommen hatte, also wo mein Gewissen, oder sagen wir mal so, ich war in einer Ausbildung zum Psychopath und ich bin durchgefallen, also ich habe es nicht geschafft, ich bin kein Psychopath geworden, das Gewissen ist durchgekommen. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, weil ich so viel Ansehen hatte, weil ich so Erfolg hatte. Trotzdem, was ihnen anscheinend als Kind passiert ist, so, weißt du, wie ich meine? So, wenn du überlegst, das darf man halt, muss man im Hinterkopf behalten, was der als Kind erlebt hat, so. Ich war und so viel Vertrauen genoss bei Menschen in dieser Welt, die auf dieser Ebene agierten. Ich muss auch sagen, dass viele dieser Menschen einen Glauben hatten, der von dem normalen, gewöhnlichen Glauben abweichte. Also es gibt Katholiken, Protestanten, unterschiedliche Religionen, aber diese Menschen glaubten an Luzifer. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Kommt zurück zu Gott, meine lieben Freunde. Einer hat gerade 2,50 Euro dagelassen. Perfekt gerade. Perfekt gerade. Der Blunder sagt, wir sind Kinder Gottes. So sieht's aus. Danke für deine Unterstützung. Und dann kann jeder sagen, Glaube gibt es nicht, Religion gibt es nicht, das gibt es alles nicht. Ja, aber für diese Menschen war das die Wahrheit. Sie dienten etwas Immateriellem, sie dienten Luzifer. Also, ich bin also auch in diese Kreise geraten, aber ich lachte darüber, weil es einfach nur Kunden für mich waren. Also, ich kam also in Satanskirchen. Wir sprechen jetzt über Satanismus. Das ist jetzt crazy. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Geht los, Alter. USKP, danke für deine Unterstützung, Liebe geht raus an dich. Naja, Luzifer soll der Lichtbringer sein. Ja, das kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren auch so, ne? Diesen Namen. So. Der Lichtbringer. Was soll das heißen, Digga? Weißt du, was ich meine? Es kann sein, dass es ein geheuchelter Lichtbringer ist, der so tut, als ob er dir das Licht bringt, aber eigentlich dir die Dunkelheit bringt. Kann man so interpretieren. Lichtbringer heißt nicht immer, dass es jetzt ein Guter ist. So. Verstehst du, was ich meine? Und ich sage ehrlich, ich vergleiche das jetzt, beziehungsweise ich greife ein bisschen auch auf den Talk zurück von David Icke, den wir uns reingezogen haben, so, ich finde, der hat das echt gut beschrieben, so, und es ist auch, geht auch so ein bisschen mit meiner Philosophie auf jeden Fall einher, dass diese dämonischen Kräfte nur so krass auf der Erde wirken können, wenn wir Menschen partizipieren. Das heißt, wenn genug Menschen auf der Erde dämonisch schwingen oder niedrig schwingen, weißt du, nicht göttlich schwingen, nicht hoch schwingen, dann kann diese Welt überhaupt einen Eingriff auf unsere Welt haben, so. Wenn wir hochschwingen, liebend schwingen, gönnend schwingen, also alles Göttliche, dann kann dieses dämonische Reich nicht in unsere Welt reinkommen. So. Und das ist eine sehr gute Metapher gewesen, finde ich. Und das, was diese Menschen da fabrizieren und was sie da tun, diese unmenschlichen Sachen, dieses über Leichen gehen, dieses nicht göttlich sein und dann noch diese negativen Rituale machen und so eine Scheiße, ne? Das erlaubt halt den dämonischen Kräften überhaupt hier zu wirken. So. Und wir müssen halt mit Liebe dagegen gehen. Und ich sage, Liebe ist immer stärker als Hass. Liebe ist immer stärker. Positive Energy ist immer stärker als dämonische Energy, teuflische Energy und hassende Dinge, so, weißt du?
Deswegen glaube ich auch, dass wir nicht mal, selbst wenn es 50-50 wäre, wenn 50% der Menschen niedrig schwingend sind und 50% der Menschen hochschwingend sind, dann gewinnt das Göttliche. Und so. Ich glaube sogar weniger. Ich glaube, wenn wir allein 20-30% auf der Erde endlich mal schaffen würden, ins Licht reinzukommen, dann wäre das schon genug. Weil wir sind viel stärker. Ja, ich kam also in Satanskirchen, aber ich kam da einfach so zwischendurch mal vorbei und dann gab es da zu diesem Zeitpunkt eine Messe mit nackten Frauen, Alkohol und ich fand das alles nur toll. Mir war ihre Religion nicht... Krass. Ja, normal, guck, der lockt da, diese Dämonen, die locken halt nackte Frauen, Alkohol, dies, das, bla. Was denkst du denn, warum in den meisten, da gehe ich wieder zurück zur Religion, es hat einen Grund, warum in den meisten Religionen Abstand gehalten wird von diesen ganzen Sachen. So, das sind niedrige Schwingungen. Diese ganze Sexualität und immer nur unten, da unten unterwegs zu sein, macht ja Sinn. Alleine von den Chakren her, siehst du, ist ein unteres, tiefes Chakra so. Wenn du da die ganze Zeit unterwegs bist und wenn du nur am Saufen bist und wenn du ja einfach nur die weltlichen Sachen so als wie soll man sagen, als das Höchste und als den größten Spaß siehst, so, dann bist du halt niedrig schwingend, Bro. Und so arbeitet der Teufel meiner Meinung nach. So, der holt dich durch diese Substanzen und diese niedrigen Schwingungen dann zu sich, Digga. Deswegen sollte man sich davon fernhalten, yo. Und ich merke das auch selber persönlich bei mir in meinem Leben. Umso weniger Alkohol ich trinke, umso weniger ich mich von diesen ganzen dämonischen Sachen lenken lasse und da partizipiere, umso göttlicher werde ich, umso bessere Gedanken habe ich, umso besser funktioniert meine Arbeit, umso besser kann ich reden, umso besser laufen meine Beziehungen, umso mehr positive Wirkung habe ich auf Menschen und so. Das ist ja nicht umsonst, so, weißt du? Wichtig. Also im Grunde war ich auch gar nicht von ihrem Glaube überzeugt. Das war für dich eher eine Art Schauspiel. Ja, also für mich war das Dunkle und das Böse, das war der Mensch selbst. Also ich habe das da noch nicht weiter verknüpft. Also ich verkehrte auch in diesen Kreisen als Gast, also ich fand das alles schon toll, also mit diesen nackten Frauen und diesen ganzen Sachen, die da gespielt haben. Ja, das war das gute Leben. Ja, aber da gab es diesen Moment, wo ich eingeladen wurde, und darum erzähle ich das alles auch, im Ausland an Opfergaben teilzunehmen. In das Ausland. Boah, merkst du das, Digga? Da bin ich gebrochen. Kinder. Okay. Dazu wurdest du eingeladen. Gänsehaut, Digi. Aber ich konnte es nicht tun. Und dann... Willst du eine Pause machen? Nein. Und dann bin ich langsam zusammengebrochen. Ich habe als Kind auch Dinge erlebt und das bewegte mich so. Alles kam zusammen. Ja, das ist die Welt, aus der ich gekommen bin. Und dann fing ich an, Dinge in meiner Arbeit zu weigern. Ich konnte es nicht mehr. Und dann wurde ich eine Gefahr. Für Sie? Natürlich. Ich konnte nicht mehr optimal funktionieren. Also ich habe Fehler gemacht, ich habe Dinge geweigert, ich habe nicht teilgenommen. Da siehst du, egal wie dunkel es wird, das Licht ist immer stärker, Bro. Einer schreibt gerade rein, Bruder, bei mir genauso. Ich habe dämonische Phasen, wo ich wieder tagelang statt bin am Ballern, am Saufen, Drogen, dies, das, dann wieder Fasten, Erden reinigen von innen und außen. Dann schwingt man wieder spürbar höher, aber zwischendurch brauche ich diese Assi-Phasen. Ich fühle das, Digga. Ich habe das auch gehabt und habe das
es ist immer weniger geworden bei mir so. Früher habe ich lange Phasen gehabt, wo ich in dieser dämonischen Welt unterwegs war und mich wieder von diesen Sachen ziehen lassen habe und dann wieder zu viel da drin rumgejumpt bin und so. Aber ich sage dir, wenn du ein bewussterer Mensch wirst generell, also ich merke bei mir, ich bin auch ein sehr intensiver Mensch so. Egal in welche Richtung, weißt du? Wenn ich auf den Dark Vibes unterwegs bin, dann wird's richtig dark, Bro. Wenn ich auf den göttlichen Vibes unterwegs bin, dann wird's richtig göttlich so. Und ich habe gemerkt, umso bewusster ich geworden bin, umso mehr ich bete, umso mehr ich meditiere, umso mehr ich mich verbinde einfach mit dem Göttlichen, umso weniger kann ich diese ganzen Sachen überhaupt noch tun. Weil Gott spricht dann immer mehr durch dich durch, Digga. Und das wird immer intensiver, dieses Gefühl. Und du kannst dann irgendwann nicht mehr so intensiv dem anderen folgen, weil du weißt, dass es nicht gut ist. Du weißt, dass es dir nicht gut tut. Du weißt, dass es böse ist. Und vor allen Dingen, wenn du so ein intensiver Typ bist wie ich, dann kommst du auch in Situationen. Bro, ich habe Situationen gehabt, Digga, sag ich dir ehrlich. Wenn du bei solchen Situationen, wenn du da nicht aufwachst, Digga, dann weiß ich auch nicht. Ich habe gemerkt, für mich persönlich, das kann bis zum Tod führen. Das kann dich in Situationen reinbringen, wo, Digga, wo du nicht mehr zurückkommen kannst. Weißt du? Da kannst du nicht mehr von zurückkommen. So. Und deswegen musst du, habe ich für mich zum Beispiel gesagt, gewisse Sachen kann ich einfach nicht mehr tun. Kann ich nicht. Aber ja, ich werde auch wieder schwach zwischendurch. So, dann werde ich mal kurz schwach, dann merke ich. Letztens zum Beispiel habe ich wieder ein bisschen mehr gesoffen, bin ich wieder ein bisschen mehr rausgegangen, viel Sex gehabt, dies, das, bla. Aber dann merke ich auch, wie mich das negativ prägt und wie sich das auch auf mein Leben überträgt, auf meinen Erfolg, auf meine Beziehungen, auf diese ganzen Sachen. Dann fragst du dich halt immer mehr so, Bro, lohnt sich das überhaupt noch? Und irgendwann hoffentlich kommst du an den Punkt, wo du sagst, Digga, das lohnt sich nicht, Bro. Es lohnt sich nicht. Für was? Dann fragst du dich auch, was sind die Benefits, Digga? Was ist so die Waage, Digga? Weißt du, wie ich meine? So. Und dann, ja, hoffe ich für jeden, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, Digga, es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Darum, letztendlich, dass man in dieser Welt, dass sie auch alle in der Tasche haben wollen. Man muss erpressbar sein. Und mich zu erpressen war relativ schwierig, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte. Und das wollten sie mit diesen Kindern machen. Und da bin ich gebrochen. Ist das? Das, was du mir erzählt hast, kommt mir nicht unbekannt vor. Ist das etwas, was sie in der Politik auch tun? Ich sage, das passiert überall, wo ganz viel Geld und Macht am Start ist, so. Ich sage nicht, dass das jeder mit ganz viel Geld und Macht macht. Aber in diesen Kreisen findet sowas definitiv irgendwie statt, weißt du? Und das weiß ich auch, das weiß ich einfach. Ich habe da 1:1 Beweise für. So, ich kenne ja Leute, die auch weltweit bekannt sind und so. Und ich weiß, dass man da eingeladen wird und dass man gewisse Partys und dann läuft da was ab und so dies, das. Das läuft überall in diesen Kreisen irgendwie ab. Du kannst dich davor blocken, indem du einfach göttlich bleibst. Aber wenn du ein gewisses Level erreichen willst, also es gibt eine gewisse Grenze und wenn du darüber hinaus willst, musst du partizipieren an dieser ganzen Scheiße. So, so. Und es läuft überall in Politik, in Entertainment-Branche, in Bankenwesen. Das läuft da, Digga. So, und das wird auch genutzt, um sich gegenseitig in der Hand zu haben. Das hört sich wie eine Verschwörungstheorie an, Digga, aber ihr merkt doch, wie viel Scheiße immer mehr ans Licht kommt, oder? Also für manche Leute, wie offensichtlich muss es denn noch sein, Digga? Guckt euch doch einfach den Epstein-Fall an. Guckt euch doch einfach den Diddy-Fall an. Guckt euch doch einfach diese ganzen Sachen mal richtig an und dann seht ihr das, Digga. Ja, wenn man ein bisschen googelt, dann findet man weltweit genügend Beweise, um festzustellen. Song Wukong sagt, wo kriegen die Kinder her, Bruder? Jeden Tag verschwinden tausende Kinder auf der Erde. Kein Schwanz redet darüber, aber es ist so. Jeden Tag, Bro. So. Jeden Tag. Auch, Bruder, das, weißt du, wie oft es passiert, dass Leute, ich bin in Mexiko gerade, von hier nach Amerika über die Grenze gehen mit irgendwelchen Schmugglern und so. Und während die über die Grenze gehen, verschwinden auf einmal die Kids. Die verschwinden einfach, Bro. So. Dass keine Walt Disney-Geschichte ist. Es ist leider so, dass weltweit, und das geht schon einige tausend Jahre zurück, ich habe auch mal Theologie studiert und es wird auch in der Bibel davon berichtet, bei den Israeliten. Und einer der Gründe, wieso die ersten 10 Stämme aus ihrem Land vertrieben wurden und nach Babylonien verbannt wurden, war wegen diesen Rituellen mit Kindern, mit diesen Opfern von Kindern. Das ist okay, das ist wild. Linie,
Also wegen diesem ganzen Zeug bin ich auch gläubig geworden. Das haben die, also es ist ja in vielen Kulturen vorhanden so. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich das kritisch hinterfrage, ob das wirklich so krass passiert ist, weißt du? Auch bei den Mayas und so, aber in vielen Kulturen gab es früher diese Rituale, Digga, weißt du? Und da, David Icke hat es ja so erklärt, dass die gedacht haben, dass sie damit irgendwie Göttern was Gutes tun, aber im Endeffekt sind es dämonische Dinge mit diesen Opferungen. So, ich sag, Opferungen sind generell, also jeder Mensch, der ein Herz hat, der weiß ganz genau, dass eine Opferung nichts Göttliches ist. So, kein Gott würde verlangen, also Gott ist für mich positiv, ist für mich Liebe, ist für mich Licht, ist für mich das Positivste, was es gibt im Endeffekt. So, und so jemand würde niemals auftragen, dass irgendwas geopfert wird. Und ja, daran kannst du eigentlich schon merken, dass wenn da irgendwelche Opferungen involviert sind und so, dass es auf jeden Fall dann eine andere Kraft ist, die du damit fütterst, oder nicht die göttliche. Klar, es gibt mehr als nur Himmel und Erde. Es gibt wirklich eine unsichtbare Welt. Es gibt wirklich eine düstere Kraft und wirklich eine Lichtmanifestation. Und darum habe ich Theologie angefangen zu studieren, um einfach... Es ist krass, ich weiß ja nicht, auf was ich reagiere, so, ne, aber wie das so... Ich küsse deine Zirbeldrüse. ...aufeinander aufbaut gerade, so die Reactions auch. Das mit David Icke, das, was der hier gerade erzählt und so, das kann man voll krass... Das ist wie so eine Serie gerade, wie ein Film gerade für mich, wenn ich ehrlich bin. Besser verstehen zu können. Und Psychologie auch, so viel ich verstehe. Ja, aber das war schon in meinem ersten Leben. Ja, mit kommerzieller Psychologie, Massenpsychologie, wusste ich einfach, wie man Dinge vorteilhaft positionieren konnte. Das ist das eine. Und wenn man da weitergeht, gibt es ja das Tavistock Institute, Gedankenkontrolle, MK, Ultramonarch und die ganzen Arten von Gedankenkontrolle. Ja, stimmt. Das hat alles bei dieser Arbeit eine Rolle gespielt. Ich wurde darin in meiner Arbeit auch immer besser ausgebildet. Ja. Weil wenn man Deals machen will, dann muss man auch die Medien manipulieren. Man muss sehr. Gibt es irgendwelche Mainstream-Medien oder so, die darüber berichten oder so? Gibt es da irgendwelche Leute oder was passiert da mit solchen Interviews und mit solchen Themen, wenn jemand die so auspackt? So? Und was ist mit ihm passiert? Wie alt ist das Interview? Wurde er verfolgt? Haben die den beseitigt? Was ist mit ihm passiert im Endeffekt? So? Das würde mich gerade interessieren. Manipulieren, weil alles muss anders aussehen und darf nicht so aussehen, wie es ist. Alles muss anders rüberkommen. Man betrachtet das Volk wie Schafe, die man in alle Richtungen schicken kann. Also man treibt sie einfach. Stimmt. Ich muss eigentlich sagen, dass ich immer noch ein bisschen sehe, dass das so läuft. Ein bisschen? Wow. Dass Menschen immer noch mit denselben Systemen und Methoden, die wir früher auch angewandt haben, behandelt werden und dass es immer noch so läuft. Dass Menschen immer noch nicht verstehen, wie das alles zusammenhängt und immer noch auf diesem Niveau sind von wegen, ja, wenn ich mein Bier habe, ist alles in Ordnung. Und wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert, auch zum Überleben, ja, das ist das Programm, was läuft. Aber man sieht immer noch, wie einfach man Menschen in eine Richtung bewegen kann, wenn man an den Knöpfen sitzt. Die Massenpsychologie. Ja. Und dass nur wenige Menschen wirklich richtig einschätzen können. Und es ist eine alles vernichtende Kraft, die uns hasst. Die hasst die Schöpfung, sie hasst das Leben und die alles, was in ihrer Macht steht, tun wird, um uns zu vernichten. Und wie macht man das? Indem man sie auseinanderhält. Verteile und regiere. Das stimmt. Die Menschheit ist nämlich die Manifestation des Lichts, die wirkliche Schöpfung. Und solange man sie voneinander trennt, in Kategorien wie politische Parteien, Farben, nachdem wir beurteilt werden, man kann hier alles Mögliche nennen, dann sorgt man dafür, dass der größte Feind aus Sicht der Luziferianer nicht sein volles Potenzial, seine volle Kraft entfalten kann. Facts, hat er schön gesagt, sehe ich genauso. Denn sobald das passiert, das ist die Spaltung, die doch herrscht. Das ist doch das, was ich auch immer wieder sage. Solange wir uns voneinander trennen, solange haben die Mächte immer die Möglichkeit, uns zu steuern. So, weißt du? Wenn wir realisieren würden, dass wir eigentlich alle zusammengehören und dass wir alle göttlich sind und dass wir alle was gemeinsam haben und endlich zusammenkommen würden, dann würden wir verstehen, dass es Menschen gibt, und zwar diese teuflischen Menschen, die in der Pyramide ganz oben sind, leider,
uns extra trennen, uns extra spalten mit immer wieder neuen Themen, damit wir ja nicht realisieren, dass wir eigentlich zusammenhalten müssten. Weil dann wäre das eine Gefahr für die Leute da oben, ist doch klar. Weil wir sind viel mehr, wir haben viel mehr Kraft und dann auch viel mehr Liebe und so. Und dann haben die keine Chance mehr, auf irgendeine Art und Weise uns zu kontrollieren, zu steuern und uns unten zu halten und zu versklaven. So, es geht nicht mehr. Findet sie. Dann verschwindet dieser Schreihals, dieses Monster, das verschwindet. Was ich den Menschen manchmal erzähle, es gab einen alten amerikanischen General, der verdunkelte einen Raum. Ja, und die Augen gewöhnen sich daran, man sieht wirklich nichts. Und er hat weiter nichts erzählt und auf einmal macht er ein Feuerzeug an, ein kleines Licht, und da die Augen sich an die komplette Dunkelheit gewöhnt haben, erscheint sozusagen eine kleine Lichtmanifestation in dem kleinen Raum und jeder kann sich wieder ein bisschen sehen. Und dann sagt er, schaut, so kraftvoll ist unser Licht. Schön. Vereinigt euch. Vereinigt euch, kommt zusammen und diese ganze Scheißgeschichte verschwindet. So. So. Es kann nicht mehr zugreifen auf diese Welt, Fellas. So schnell kann es passieren. Aber gut, das kann ich jetzt sagen, aber damals war ich in dieser Periode, wo ich so langsam zusammengebrochen bin. Kannst du da etwas Konkreteres zu sagen? Also wie hat das funktioniert? Du hast ein Angebot bekommen und... Ja, ich fing an, Aufträge abzulehnen. Ja, das Gewissen ist bei mir durchgekommen, nach dieser Bitte mit diesen Kindern ist das Gewissen bei mir durchgekommen. Ich fing mehr und mehr an abzulehnen, also ich bekam ein Gewissen. Aber du bist schon noch ganz normal danach zur Arbeit gegangen. Ja, das ging nicht anders, weil ich hatte ja mein eigenes Unternehmen mit verschiedenen Büros und Personal, das lief also einfach weiter. Das muss aber sehr anstrengend gewesen sein. Ja, das wurde sehr schwierig. Ja. Die Spannungen. Ja, also an der einen Seite spielt man auf höchstem Niveau mit Geld. Und da muss immer jedes Detail stimmen. Stimmt ein Detail nicht, dann fallen alle Dominosteine und dann ist das Unternehmen, man selbst, jeder ist dran und dann wird auch wirklich alles abgebrannt. Also da sind sehr viele Spannungen und dann gibt es auch noch Spannungen in einem selbst, weil auf einmal ein Gewissen anfängt zu meckern. Das war die Warnung, die ich am Anfang bekommen habe. Tu es nicht, wenn du dein Gewissen nicht in einen Kühlschrank auf minus 100 legen kannst. Und das hatte ich damals wahrscheinlich bestätigt. Ja, also ich höre mich immer noch über etwas lachen, über das man eigentlich nicht lachen kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, in was ich da eingestiegen bin. Und der Kühlschrank war dann aus. Kaputt? Es ging nicht mehr. Also ich habe es versucht auszuhalten, also den Anschein zu erwecken. Ich wusste auch nicht, wie man das... Weißt du, da soll mir einer erzählen, dass Licht nicht stärker ist. Also Gott ist immer stärker. Rauskommt, also ich war gefangen, jeder war gefangen. Ja, und das hat letztendlich zu einem totalen Crash geführt. Mein Körper hat das nicht mehr mitgemacht. Und das Einzige, an was ich mich wieder erinnern kann, war meine weinende Mutter auf der Intensivstation. Dann bist du auf der Intensivstation gelandet. Ja, bei mir sind wirklich die Lichter ausgegangen. Ja, da bist du wirklich richtig zusammengebrochen. Krass. Und dann... Ich glaubte zu diesem Zeitpunkt an gar nichts, aber ich sehe es immer noch. Es war in dieser Ecke... Ich habe mich selbst gesehen. Du hast eine Todeserfahrung. Ich habe gesehen, naja, so kann man das nennen. Luzid geträumt, Digga. Ich habe gesehen, dass ich nicht in meinem Körper bin. Also ich bin in meinem Körper, aber ich bin nicht Teil meines Körpers. Und ich habe gesehen, wie sie mit mir beschäftigt waren. Und das ist bei mir später, denn ich habe es mich viele Jahre nicht getraut zu sagen. Also ich habe wirklich erst viel später angefangen, darüber zu reden. Und da hatte ich schon allerlei kleine Dinge untersucht. Ich habe meinen Glauben gefunden, habe studiert und konnte das mit der Materie und Antimaterie besser verstehen. Und da hat diese intensive Erfahrung auch angefangen, Sinn zu machen. Ja, ich bin nicht mein Körper. Mein Körper ist ein Vehikel. Aber gut, das habe ich alles durchlebt. Und ich habe auch viel Zeit gebraucht, um wieder zu genesen. Ja, klar. Crazy, Digga. Crazy, crazy, crazy. Ich überlege gerade, ob wir weiter gucken. Ich glaube, ich splitte das auf, Digi.
Splitty-Vibes, Bro. Stunde 24 ist mir ein bisschen too much, Digga. YouTube, wilde Geschichte hier auf jeden Fall. Schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare rein. Ich finde das sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, Mann, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Im nächsten Teil hoffentlich auch. Also schaltet wieder ein, wenn wir den nächsten Teil uns reinziehen. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Mwah.